Hallo, liebe Zuschauer. Kaum sitzt der Schwager von König Felipe hinter Gittern, gibt es neue Korruptionsvorwürfe in Spanien. Die richten sich gegen Felipes Vater, den früheren König Juan Carlos. Spanische Medien haben brisante Tonaufnahmen veröffentlicht. Sir Cliff Richard kann aufatmen. Die BBC hatte eine Razzia in seinem Haus übertragen und bekam heute die Quittung. Mehr dazu in wenigen Sekunden. Hier ist wieder Leute heute live aus München. Gute Nachrichten für Sir Cliff Richard. Der Musiker hat einen lange andauernden Rechtsstreit gegen die britische BBC gewonnen. Der Sender hatte seine Privatsphäre verletzt. Lilly Becker hat sich nach der Trennung von Boris Becker mal wieder in der Öffentlichkeit gezeigt. Sie war zu Gast bei einem Reitsportturnier in Aachen. Ihr Auftritt wirkte souverän und sie hat tapfer in die Kameras gelächelt. Der Vater von Herzogin Meghan war wieder in Redelaune. Thomas Markle hat ein weiteres Interview gegeben, dieses Mal um frühere Interviews zu rechtfertigen. Er will, wie er sagt, nur erreichen, dass seine Tochter wieder mit ihm spricht. Auch Meghans Halbschwester hat sich wieder gemeldet. Als Hollywood-Legende jenseits der 70 könnte man es ja langsam ruhiger angehen lassen, aber Michael Douglas startet gerade wieder voll durch. Trotzdem, für die Familie bleibt immer Zeit. Über seine Lieben hat er mit meiner Kollegin Mathilde gesprochen.